Wir sehen hier das Spektrum eines Singtons auf dem Vokal A. Das hören wir uns mal an. So, man hört also eine ganz normale Stimme. Und jetzt kann man mit den Filtern wunderbar demonstrieren, dass dieser Ton aus mehreren Teiltönen besteht. Ich habe jetzt hier einen Filter eingeschaltet, der blendet alles aus, was außerhalb des Filters liegt. Das heißt, unterhalb des Singtons ist hier gar nichts zu sehen. Sobald ich auf den ersten Teilton komme, ist der zu sehen. Dann ist wieder Schweigen bis zum nächsten Teilton. Das hören wir uns jetzt auch mal an. Dazu markiere ich einen kleinen Ausschnitt aus der Stimme, der sich jetzt im Loop wiederholt. Dann können wir immer dasselbe Stück hören mit den verschiedenen Ausschnitten durch den Filter. Wie gesagt, unterhalb des Singtons nichts zu hören. Und da ist der erste Sinuston. Ja, es ist also sehr schön zu hören, dass die Stimme tatsächlich aus Teiltönen besteht, die wie ein Sinuston klingen. Und jetzt ist auch interessant, sich anzusehen, was passiert, wenn man den Filter langsam öffnet. Erster Teilton. Jetzt kommen sie nach und nach dazu. Jetzt können wir mal darauf achten, wann man die Stimme wieder erkennt. Den Vokal erkennt man also so ungefähr ab C3 wieder und die richtige Stimme ist dann zu erkennen, wenn man auch die hohen Frequenzen wieder dazu genommen hat. Spannend wird es, wenn man jetzt zu diesem Filter einen zweiten dazu holt. Ich mache mal wieder schmal, stelle einen zweiten Filter ein, mache ihn ungefähr genauso breit und jetzt schalte ich auf das Vokaldiagramm um. Das Vokaldiagramm, das steuert jetzt diese beiden Filter. Klicke ich auf das A, dann werden die Filter so eingestellt, dass sie auf den Frequenzen der Formanten für diesen Vokal liegen. Ich ziehe sie ein bisschen weiter auf, damit die Teiltöne auch vollständig da reinpassen. So. Wenn man jetzt dieses Stück wieder laufen lässt, dann hört man zu jedem Vokal passend die Formanten. Hier bei dem U zum Beispiel, da passen zwei Teiltöne genau in die Frequenz der Resonanztöne rein. Das heißt, die Formanten und Teiltöne stimmen überein. Und jetzt gehe ich zu anderen Vokalfarben. Hier passt das auch wieder. Aber hier zum Beispiel ist der erste Formant außerhalb eines Teiltons. Dieses Singtons. Das heißt, die Stimme klingt in dieser Klangfarbe dann nicht mehr besonders brillant. Dazu muss ich den ersten Formanten etwas tiefer holen. Das heißt, das O in dem Fall etwas dunkler, etwas Richtung U färben, um wieder zwei Teiltöne im Klang zu haben. Jetzt von I über U, Ü. Das sind jetzt natürlich sehr extreme Filter, weil die restlichen Klänge nicht mehr zu hören sind, aber es macht deutlich, dass nur an bestimmten Stellen die Vokale überhaupt auf Teiltöne treffen. Das gleiche funktioniert auch mit Rauschen. Ich habe hier so ein Rauschspektrum dazu genommen. Das sieht, wenn man die Filter ausschaltet, ganz anders aus. Jetzt schalte ich den Filter wieder ein. Und kriege einen ähnlichen Effekt und man hört jetzt bei den Filtern auf bestimmten Vokalen auch schon ein bisschen diesen Vokalklang.